Ich habe aktuell ein Problem. Ich habe nämlich zu Hause kein Internet mehr. Ist ausgefallen. Aber das ist ja kein Problem, weil ich habe ein Android-Handy. Und wenn ich mein Android-Handy mit einem PC, mit einem Kabel verbinde, kann ich ganz einfach über USB-Tethering meine Internetverbindung vom Handy mit meinem PC teilen. Das Problem daran ist nur, dass mein PC dieses Netzwerk von meinem Handy als normales Internetnetzwerk erkennt und dementsprechend auch Daten verbraucht. Und wenn ihr nicht so viel Datenvolumen habt, aber unbedingt ins Internet müsst, dann wäre es ganz cool, wenn man das begrenzen kann. Geht hier unten auf das Netzwerksymbol unten rechts. Wir gehen auf die Ethernet-Einstellungen. Das Netzwerk 4 ist gerade das aktuelle, welches ich hier nutze. Das besitzt eine getaktete Verbindung. Und das stellen wir jetzt mal ein. Und prompt werden keine Updates mehr runtergeladen. OneDrive wird nicht mehr synchronisiert. Und alles andere, was sonst noch Daten zieht, wird nicht mehr genutzt. Und wie geil ist das denn?